Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu Beginn der Vernehmung vor dem NSA-Untersuchungsausschuss mit ihrem Mädchennamen vorgestellt. Zitat: Mein Name ist Angela Dorothea Kassner, sagte die 62-Jährige am Donnerstag bei der formellen Frage nach ihren Personalien. Beim No-Spy-Abkommen hat die Bundesregierung dem Volk lange etwas vorgemacht. Erinnern wir uns, es war Wahlkampf und da las Frau Merkel dem Herrn Obama mal richtig die Leviten über deutsches Recht auf deutschem Boden. In Wahrheit aber blieb die Bundesregierung Büttel der Amerikaner und traut sich bis heute nicht, den US-Spionen Einhalt zu gebieten. Die Kanzlerin sagte kürzlich trotzdem, sie habe die Öffentlichkeit natürlich nicht belogen. Nein, wir auch. Sie hat lange nur geschwiegen. Und wer schweigt, der lügt natürlich nicht. Oder doch? Denn neue Unterlagen offenbaren, was drinnen im Kanzleramt besprochen und draußen der Öffentlichkeit verschwiegen worden war. Ulrich Stoll berichtet. Gestern in der Bundespressekonferenz. Wieder einmal rechtfertigt sich die Bundesregierung für das gescheiterte No-Spy-Abkommen. Wieder einmal bemüht sie dafür ihr Gewissen. Die Mitglieder der Bundesregierung, mich eingeschlossen, haben zu jedem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und nach bestem Wissen und Gewissen sich geäußert. Diese Papiere aus dem Kanzleramt erzählen etwas anderes. Ein Märchen voller Wunschdenken und verdrehter Tatsachen. Es beginnt im Sommer 2013. Die Snowden-Enthüllungen setzen die Regierung Merkel unter Druck. Denn in Deutschland sammeln US-Geheimdienste heimlich Millionen Daten, auch in Zusammenarbeit mit deutschen Sicherheitsbehörden. Merkel schickt damals ihren Kanzleramtsminister vor. Er soll verkünden, dass die Amerikaner ein Versprechen gegeben hätten, in Zukunft keine Spionage gegen Deutsche. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich zutreffen wird. Das war die Unwahrheit. Merkels Geheimdienstkoordinator Günther Heiß hatte zwar kurz zuvor, am 7. August, der Kanzlerin mitgeteilt, die US-Geheimdienste würden zusichern, dass auf deutschem Boden jederzeit deutsches Recht respektiert werde. Doch in demselben Papier stand auch, dass US-Außenminister John Kerry den Deutschen nichts versprochen hatte. Kerry zeigte sich bereitwillig, ohne Konkretes zuzusagen. Schon seit 2005 hatten die Amerikaner deutsches Recht ignoriert. Am gemeinsamen Lauschposten in Bad Aibling ließ der US-Geheimdienst Datennetze vom BND nach Suchbegriffen durchforsten, die deutschen Interessen widersprachen. Das wusste Merkels Geheimdienstkoordinator Günther Heiß seit Jahren. Der Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes, der für die Aufsicht des Bundesnachrichtendienstes zuständig gewesen ist, wusste zu demselben Zeitpunkt, als er behauptet hat, es soll ein No-Spy-Abkommen geben, dass die Amerikaner, dass die NSA versucht, über den Bundesnachrichtendienst in Europa Industrieunternehmen und beispielsweise französische Politiker auszuspionieren. Das war ganz eindeutig die Unterstützung einer Falschaussage gegenüber Öffentlichkeit und Parlament. Merkel schweigt damals zum NSA-Skandal und gewinnt im September 2013 die Wahl. Drei Monate später drängt der neue Koalitionspartner SPD darauf, das versprochene No-Spy-Abkommen umzusetzen. So heißt es im Koalitionsvertrag. Um Vertrauen wiederherzustellen, werden wir ein rechtlich verbindliches Abkommen zum Schutz vor Spionage verhandeln. Dazu kam es nie. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verhandelte über das No-Spy-Abkommen im Koalitionsvertrag. Heute möchte er sich dazu nicht mehr äußern.
Frontal 21 liegen vertrauliche Dokumente aus dem Kanzleramt vor. Sie belegen, die USA dachten nie daran, ein No-Spy-Abkommen auszuhandeln. Und sie werfen ein neues Licht auf das Taktieren der Merkel-Regierung. Am 14. Januar 2014 stellt eine Referatsleiterin des Kanzleramtes fest, dass die USA nicht bereit sind, alle unsere Petita zu berücksichtigen. Das gilt vor allem für die Respektierung deutschen Rechts bei der Fernmeldeaufklärung auf deutschem Boden. Also kein No-Spy-Abkommen, kein Respekt vor deutschem Recht. Die Beamtin schlägt daher eine Kommunikationslinie vor. Danach soll die Bundesregierung die Gespräche zu einer förmlichen Vereinbarung zwischen den Nachrichtendiensten für den Augenblick nicht fortsetzen. Doch noch am selben Tag gibt das Kanzleramt eine völlig gegensätzliche Kommunikationslinie vor. Jetzt heißt es, deutsche und US-Geheimdienste führten weiterhin vertrauensvolle Gespräche. Der Maßstab sei, dass deutsches Recht auf deutschem Boden gelte. Eine glatte Kehrtwende. Damit konfrontieren wir den Regierungssprecher. Soll ich noch mal nachfragen, warum diese Kommunikationslinie, so heißt das ja in Ihrem internen Sprachgebrauch, geändert wurde? Ich habe Ihnen dazu das gesagt, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und so tut die Bundesregierung im Januar 2014 weiterhin so, als ob deutsches Recht auf deutschem Boden uneingeschränkt geachtet würde. Der Maßstab, dass auch für unsere Partner und ihre Sicherheitsbehörden auf deutschem Boden uneingeschränkt deutsches Recht zu gelten hat, ist für uns nicht verhandelbar. Merkel gibt im Januar 2014 eine Regierungserklärung ab. Aus ihrem Redeentwurf verschwindet der Begriff No Spy. Dennoch hält die Kanzlerin an der falschen Botschaft fest, man führe intensive Gespräche über ein Geheimdienstabkommen. Ich führe aber das mit allem Nachdruck. Diese Gespräche mit der Kraft unserer Argumente. Im Mai 2014 wird schließlich offenbar, die Bundesregierung hat monatelang Märchen erzählt. Es ist nicht ganz korrekt, dass die US-Regierung ein No-Spy-Abkommen angeboten hat. Die Kanzlerin öffentlich vorgeführt. Sie schweigt, wie immer, wenn es eng für sie wird.